Hey Leute, in diesem Video wollen wir euch zeigen, wie man alle sechs Generatoren anmacht. Ich habe mir Unterstützung geholt, nämlich von unserem Gastsklaven Philipp, Ja, moin. aka Mac Joshing. Moin, ich bin auch dabei. Jetzt das erste Mal hört ihr ihn richtig. Ihr habt ihn Ja. ja bisher nur in irgendwelchen kleinen Videos geguckt. Da erstmal wollte ich noch sagen, wenn ihr euch vor Quick Revive legt, kriegt ihr 25 extra Punkte. Das kann aber nur einer machen. Ja, und da habt ihr gerade so, das war in dem ersten Raum, da kann man den ersten Generator anmachen. Ja, logisch, ne? Ja. Ja. Dann der zweite ist, ja, wenn ihr rechts die Tür öffnet, einfach beim Generator oben durch. Ja, so der erste Raum unterteilt sich an zwei Wege. Der eine Weg führt halt hierhin, zu Generator 2. Der andere zu Generator 3, was auch wiederum logisch ist. Ja. Und ja, wenn ihr die drei Generatoren anhabt, dann müsst ihr halt weiter zum No Man's Land, zum Hauptteil der Map eigentlich, wo der Haupthügel ist. Und jetzt habe ich so oft Haupt gesagt. Das ist gut. Ja, hier gehen wir jetzt gerade zu Generator 3. Der Generator und versorgt halt alles in seiner Umgebung mit Strom. Wenn ihr halt den Generator anhabt, könnt ihr in der Umgebung die Automaten benutzen, die Kiste, unter anderem vielleicht auch das Burger Cola. Und ja, noch was dazu? Naja, nicht wirklich. Ja, das Generatoren anmachen kostet halt Geld, aber das kriegt ihr auch Ja, das wieder. kostet, glaube ich, 400. 200 im Einzelplayer. 500. Ja? 500. Okay, dann Und zu 500. zweit 400. Zu dritt 600, aber naja. Teuer. Ja, das Geld kriegt ihr aber auch wie gesagt wieder. Ja, und wir haben versucht jetzt so gut wie möglich den Weg hier zu beschreiben. Also zu zeigen, besser gesagt, wenn ihr dann bei Ja, also die beiden Einzelwege treffen sich beide wieder in diesem Hauptraum. Ja, Von und hier dann aus müsst geht ihr er hier die die Treppen Treppe hoch. hochgehen, nicht so Genau. blöd wie ich immer, komplett rumzulaufen. Sondern einfach nur einmal um die Ecke. Sondern wenn ihr Da habt ihr jetzt einen von unnötigen hier, 360 gesehen. ja, wenn ihr jetzt hier beim No Man's Land seid, ab hier werden wir immer wieder die Wege zeigen. Also jetzt zu Generator Nummer 4, lauft ihr links lang. Ja, das No Man's Land ist halt das Zentrum. Ja. Da ist dann auch die Excavation, AKW, ich kann das nicht aussprechen. Excavation. Zeit, da wo man punchen kann. Halt in der Mitte. Bei Juggernaut ist dann der Generator Nummer 4. Ja, da hängt doch noch irgendeine Waffe an der Wand, die ich gerade nicht gesehen habe. Ich glaube, das war ein Claymore. Ah ja, das kommt ja. Ja, da Ja. haben wir die besten Waffen der Welt. Remington und Type 25. Wir haben auch echt nichts Besseres gekriegt. Also wir waren einmal in der Kiste, da haben wir Monkeys gekriegt beide. Dann habe ich nochmal eine Type gezogen mit einer Galil. Ansonsten nur eine Remington. Ja. Ja, und dann jetzt zu Generator Nummer 5. Das ist, wenn ihr dann, wenn ihr am Anfang seid, müsst ihr dann rechts lang. Ja, das ist auch wieder ein bisschen Steinhaufen im Weg. Bei Generator 5 ist auch Stamina ab. Zur Orientierung. Und der Eingang zur Lightning. Teleporterbasis, Brücke, Dingelskirchen. Was auch immer. Vom Crazy Place. Ja, genau. Mein Englisch ist ja very well. Ja, denn wenn der auch aktiviert ist, dann könnt ihr euch gemütlich zu Generator Nummer 6 bewegen. Der ist über der Kirche. Also den Weg zeigen wir jetzt auch nochmal. Wenn ihr jetzt hier wieder seid, dann müsst ihr einfach geradeaus durch. Dann kommt ihr hier. Ja, wir sind auch so gut, wir gucken die ganze Zeit auf den Boden. Ich Dass man auch meine, wirklich alles also sieht. ich nehme erstmal die Mauser anstatt die Remington, die ist nämlich viel besser. Ja, kostet halt alles sehr viel Geld, da die Map Ja. sehr groß Und ist. ich muss immer alles bezahlen. Na du, ich habe dafür die zweite Ja, ich habe bezahlt. dich auch gezwungen. Da seht ihr meinen eleganten Hechtsprung, der irgendwie nur einen halben Meter ging. Ja, Da ist siehste. dann übrigens auch der Panzer, also unter der Kirche, wie es denn sich auch sonst gehört. Also immer unter der Kirche ist ein Richtig. Panzer. Wenn ihr in einer Apokalypse seid, sucht euch eine Kirche, denn dort ist immer ein Panzer versteckt. Aber Da denkt ist. dran, ihr müsst bezahlen, um mit dem Ja. Panzer zu fahren. Um zu bezahlen, müsst ihr erstmal Zombies mindestens hitten mit einer Waffe. Das ist wie ein Karussell auf dem Jahrmarkt. Genau. Ja, Ja. wenn der dann an ist, ist halt Strom über die ganze Karte verteilt. Hier öffnet sich dann diese Kiste, wo sich ein Teil für den Firestar befindet. Danach habt ihr auch eine Herausforderung abgeschlossen, und zwar schaltet sechs Generatoren ein, logisch. Und dafür bekommt ihr eigentlich immer Munition. Ihr bekommt immer Munition, also. Ja, also es gibt ja verschiedene Herausforderungen, die eine, für die bekommt ihr halt immer Munition. Wenn ihr die Kiste aufmacht, um zu gucken, was da drin ist, weil ihr es vielleicht vergessen habt, ihr müsst Max Money nicht mehr nehmen. Wenn es runtergeht, dann könnt ihr es trotzdem nochmal aufrufen. Also es Ja. ist nicht verschwunden, nachdem es unten weg war und ihr es noch nicht genommen habt.
Ja, und dann kann es noch passieren, dass ein Generator von diesen komischen Viechern wieder angegriffen wird. Das passiert einfach im Verlauf des Spiels. Also ihr müsst nicht mal alle 6 Generatoren haben, das passiert einfach. Mhm. Ja, dann müsst ihr euch da einfach hinbewegen, so schnell wie möglich, bevor die den komplett eingenommen haben. Da ist dann so ein roter Kreis rum. Richtig, denn wenn der Generator eingenommen ist, dann ist rennen sie einfach weiter zum nächsten Generator und die schalten die alle einfach wieder aus. Und dann müsst ihr die alle wieder anmachen und das ist stressig. Ja, vor allem, ihr könnt dann ja nicht mehr punchen. Das außerdem. Aber es lässt sich die leicht angreifen, weil die... ja, das klingt gut. Bär! Ja, weil die eigentlich nur auf diesen Generator fixiert sind. Richtig, das sind total die fixierten Männer. Ja, und dann müsst ihr den wieder einnehmen und ihr kriegt jedes Mal, sobald ihr die tötet, Max Ammo. Ja, jedes Mal. Also nicht jedes Mal, aber wenn die halt was droppen lassen, dann auf jeden Fall. Ja, ist klar. Manche. Ja, und dann nochmal zeigen wir euch jetzt mit dem Pack-a-Punch. CD für den Hauptraum, oder? Nein. Ach, nein, Quatsch. Das kommt falsches später. Gelaber. Okay, also hier ist ja der Pack-a-Punch-Raum. Hier ist auch die Baracke, das kostet 2500, also ein bisschen mit einem kalkulieren und dann punche ich jetzt hier die Mauser, die wird so Boom Hilda. Richtig nice, zu wenig Munition. Ja, und mit geilem Arcog. Aber komm, ich punche die beste Waffe. Ich meine, die Ramming. Aber die geht auch im Multiplayer die allerbeste Waffe. Guck mal, wie die abgeht hier. Wohl. Ja, klar. Die Feuerrate ist relativ hoch sogar, ne? Aber das Nachladen dauert 12 Jahre. Ja. Wenn ihr das seht gleich. Ja, das war's. Das wär's dazu. Punchen, Strom, Pack-a-Punch. Boom Hilda. Bitches knallen. Ja, bitte liken, abonnieren und ja, das bringt euch alles zum nächsten Video. Ihr müsst uns abonnieren. Ihr müsst uns abonnieren, ja. Ja. Und liken. Richtig. Also. Sonst ist das Video für euch nicht zugänglich mehr. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Video. Haut rein.